Spieler. Schlotterbeck 23, Brand 27, die mit Tendenz zum Führungsspieler sind, die wollen natürlich in diesem. Wir wollen mal auf die Aufstellungen schauen. Der beiden Mannschaften natürlich auch nicht. Rot-Weiß Erfurt dabei hinten runterfallen lassen, trainiert von Fabian Gerb. In der vergangenen Saison in der Regionalliga Nordost Dritter wurde als Aufsteiger. Und das ist. So, und da finden wir noch die Zeit. Das Ganze uns nochmal dabei, genauso wie ein Thomas Meunier. Bei den anderen auch so richtig los. Dann kommende Woche gegen Hansa Rostock, die zweite Mannschaft von Hansa. Aufstellung von Dortmund präsentiert bekommen. Ich kann Ihnen schon mal sagen, das sind einige große Namen auch. Also eine richtig feine Mannschaft eben auch bei Borussia. Wir wären soweit. Und bitteschön. Dortmund in Schwarz und Gelb im ersten Durchgang von links. Reus, da ist Malen. Kommt da zu Fall, das ist kein Foulspiel. Setzt sich da durch. Aus extrem spitzen Winkel vorbei. Guter Einzug und trotzdem gab es da einige Fehler, Abstimmungsfehler. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute ähnlich ist. Auch weil... Jeromi. Ist auch nochmal gesagt, hat am Mikro bei uns. Optimalen Trainingsbedingungen, so die Hoffnung. Julian Brandt, Brandt! Guter Schuss und die Parade von Lukas Schellenberg. Mal mit der Reus brauchen wir, glaube ich, nicht zu sprechen. Egal ob Flanke oder Kunstschuss, direkt. Reus, ja. Kanica Elva, Malcolm Badu. Guter Ball von Schlotterbeck. Brand, super. Auf Daniel Malen. Malen! Und Schellenberg. Tom Mergel. Und das nächste. Sehr eng hinten drin. Das löst du nur mit Tempo und Spielwitz. Meunier. Zweiter Pfosten. Auswärtsspiel, wenn Sie mal in zweite Runde schauen. Viele gelbe Trikots, viele Dortmund-Fans in der Region. Malcolm Badu. Cabral. Dem das auch eine massive Aufgabe ist, egal ob gegen Duranville. Dortmund mit viel Tempo, auch mit den ersten besseren Torchancen. Vielleicht kommt noch einer oben drauf. Daniel Malen. Und gut aufgepasst. Von Zeller. Lukas Cabral, Ball war noch im Spiel. Mairola. Joinville. Fantastischer Fußballer. Das sieht richtig schick aus. Und ist ein richtig guter Fußballer ist, der aber auch weiß, worauf es ankommt. Nämlich am Ende bei all Malen. Richtig eng. Joinville. Ball ist aber noch heiß. Oh, Malcolm Badu. Kanica Elva mit der Schussgelegenheit und das Tor. Das Tor für Erfurt durch die Beine. 1-0. Erste Gelegenheit für Rot-Weiß Erfurt und der Ball ist dem Riebeck-Insel St. Lucia. Jetzt Torschütze gegen den BVB. Wie fällt die Antwort aus? Mal zweiten Pfosten gezogen. Auch hier. Aller. Und das ist einer für den Keeper, den ihn kurz nochmal fallen lässt. Reus geht da nochmal. Brandt. Malen. Aller. Schön durchgespielt. Auf Marco Reus. Dann Level sind. Das muss man in die Berechnung immer mit einbeziehen. Soll aber nicht die Leistung von Erfurt schmälern. Lopez Cabral. Benzebaini. Hayrullah geht vorbei. Hayrullah. Gut gemacht. Auch wenn er drüber geht. Vor allem über Einzelaktionen. Lopez Cabral gegen Malen. Gut von Benzebaini. Ball da behauptet. Zeller. Ball leer. Dirovi. Gute Strafraumbesetzung. Meunier. War durch. Dirovi. Ja. Und lassen dann teilweise sogar Räume zu für Erfurt. Nochmal eventuell eine gute Möglichkeit. Lopez Cabral. Er ist zu weit.
Nochmal der Blick auf die Uhr. Eventuell noch ein Angriff. Meunier von Benzebaini. Und der von Kobel, wo der Ball eben durch die... Malcolm Badou. Malcolm Badou und wieder Unsicherheit. Diesmal aber das alles nach und nach. Weiterhin Erfurt mit dem Versuch da auch flach hinten rauszuspielen, auch wenn der Ball von Schellenberg da nicht ankam. Da geleitet Marco Reus. Reus geblockt. Nochmal Azar. Nochmal Azar. Azar. Und vorbei. Schnell ausgeführt. Bamba. Überhaupt sieht das auf den ersten Blick alles nach der, aus der ersten Hälfte aus. Aber musste ja schon verletzungsbedingt tauschen. Badou gegen aus Cottbus, der ebenfalls in der Regionalliga Nordost spielt, selbst als Außenseiter. So, gute Freistoßgelegenheit. Matcher. Super Ball, super Ball auf Moukoko. Moukoko mit Übersicht. Und Eckball. Dann eben auch diese gute Aktion von Youssoufa. Moukoko. Reus. Für Taktik von Erfurt. Reus. Übers Tor. Riasson. Gute Schusschance aus der Distanz. Reus. Marco Reus wird ein, zwei, dreimal gezupft, geht aber weiter durch. Mit dabei, Matcher. Azar. Auf Riasson. Guter Ball. Kommt da durch. So eine Flipperkugel am Ende bei Youssoufa Moukoko. Der hat drauf viel gespielt hat. So, nächste gute Kontermöglichkeit. Seidemann. In der Mitte wäre. Das ist auch nicht viel Bewegung, wenn Sie es da mal drauf schauen. Nicht sonderlich viel Bewegung drin. Sehr, sehr statisch. Und dann passieren solche Fehlpässe. Marius Wolf. Und funktioniert zum Außenverteidiger. Ah, und da schwärmen sie aus, denn da haben sie das Tempo. In der Mitte aber nur Azar. Azar kommt durch, Ball kommt durch, Ausgleich 80. Und da hat einer Bock auf das Spiel, darauf das Spiel ganz schnell zu drehen, Youssoufa Moukoko. Ich habe es angekündigt. In der Sequenz Erfurt sortiert und Wolf mit einem Superlauf und dem Auge auf Azar. Wieder Wolf. Marius Wolf vorbei und ins Tor. 2-1 BVB. Minute, Spiel gedreht und die zahlreichen Fans in Schwarz und Gelb feiern das, zelebrieren das. Ja.